Ja, meine Damen und Herren, wenn man denkt, es geht den Bach runter beim Gold, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her, beziehungsweise ein kleiner Haken am Wendepunkt. Und der sagt uns auf einmal wieder, die charttechnische Lage hat sich verbessert und das beim Goldpreis. Wir sehen, Gold hat die 1180 genommen, hat Kursrichtung 1170, Support bei 1160 genommen und alles hat, also es war, wenn Sie ein Trader sind, dann war das in so ein Short-Setup eigentlich aus dem Bilderbuch gewesen und ich habe das letzte Mal gesagt, es könnte dieser Abverkauf werden, ich habe aber auch gesagt, der Goldpreis hat uns dieses Jahr, verzeihen Sie, wir haben den Ausdruck schon einige Male richtig veräppelt, müssen Sie nicht verzeihen, ich habe es gerade noch die Kurve bekommen, veräppelt und genau das scheint er diesmal wieder zu machen. Schauen Sie, denken Sie sich das hier mal weg. Denken Sie sich das hier einfach mal weg. Und dieses Setup haben Sie. Das hat verdammt nach Short ausgesehen. Das hat einfach nur noch danach ausgesehen, als ob wir zumindest die 1140 bzw. 1135 nochmal testen und eventuell sogar durchbrechen. Denn es ist natürlich riskant, so ein Dreifachboden, wenn das dritte Mal angetestet wird, kann durchaus auch mal brechen. Also es hat sehr, sehr nach Short ausgeschaut. Es hat genauso nach Short ausgeschaut, wie wir hier in diesem Bereich nach Long ausgesehen haben. Also dieser Bereich, als die 1220 genommen wurden nach oben, da hätte jeder gesagt, so, jetzt muss man Long gehen in den Markt. Und der Markt hat uns veräppelt. Und der Markt scheint uns wieder zu veräppeln. Also im Prinzip passiert momentan Folgendes. Der Chart in Gold sendet Fehlsignale en masse. Und ja, eigentlich wäre es gewesen, man kann eigentlich niemandem empfehlen. Sie können, wenn Sie hier stehen, können Sie niemandem empfehlen, dass er jetzt Short gehen soll. Genauso wenig konnten Sie, wenn Sie hier stehen, irgendjemandem empfehlen, dass Sie Long gehen sollen. Also das sind für Trader sind das ziemliche Albtraum-Setups, weil eigentlich alles ziemlich klar ist. Einmal nach Ausbruch nach oben, einmal nach Ausbruch nach unten aussieht. Aber Sie können beim besten Willen nicht die plötzlichen Richtungswechsel vorhersehen, außer Sie handeln komplett antizyklisch, aber das machen wohl die wenigsten Trader. Ich möchte mal gleich noch einen Chart weitergehen und zwar den 3-Jahres-Chart habe ich, glaube ich, dabei. Und ich möchte heute mal auf ein Thema eingehen. Sie wissen, dass es sehr, sehr viele, nennen wir es wirklich mal Verschwörungstheorien gibt, dass der Goldpreis nach unten manipuliert wird. Das hat verschiedene Gründe. Also die Bewegungen sind ziemlich stark auffällig, immer die es gibt beim Goldpreis. Hier, ich erinnere bloß an den April 2013, als es so rapide nach unten ging. Und man sagt eben, dass viele, insbesondere Notenbanken, gar nicht möchten, dass die Menschen Gold horten. Denn Gold ist sowas wie der natürliche Feind des Papiergelds. Denn Gold ist irgendwas Substanzielles, während das Papiergeld eben auf dem Schuldversprechen aufgebaut ist, dass sie für dieses Geld auch was bekommen, wo eigentlich kein wahrer Wert dahinter steht. Entschuldigung, so zumindest ist die Argumentation. So, wenn Sie davon ausgehen, dass an diesen Theorien etwas dran ist, an diesen Verschwörungstheorien, wenn Sie davon ausgehen, dass der Goldpreis wirklich manipuliert wird in die Richtung, dass die Menschen eben das Vertrauen in Gold oder die Lust an Gold verlieren und kein Gold mehr kaufen. Dann sage ich Ihnen eines, das hier, diese Abwärtsmanipulation, wenn es denn die gegeben hat, vielleicht war es auch nur eine natürliche Bewegung, damit erreichen Sie Ihr Ziel nicht. Denn was ist denn passiert in letzter Zeit? Was ist wirklich passiert in letzter Zeit? So, Punkt ist, eine massive Abwärtsbewegung gegeben hat beim Goldpreis. Was haben die Privatanleger gemacht? Sie haben gekauft. Es wurden immer Goldpreisrücksetzer zum Kauf genutzt. Und das ist ja eigentlich das, was ein Manipulator, wenn es denn den gibt, also nochmal, ich bin da ein bisschen vorsichtig, ich bin kein ganz großer Freund von diesen Verschwörungstheorien. Es gibt einige Seiten im Internet, werden sehr viele Indizien zusammengetragen. Da können Sie mit mir mal bei hartgeld.com vorbeischauen, also hartgeld.com. Da gibt es einiges, was Sie da lesen können. Also wenn es tatsächlich so ist, dass irgendjemand möchte, dass die Menschen kein Gold kaufen oder keine Lust mehr an Gold haben und kein Vertrauen mehr an Gold haben, damit hat man es nie erreicht. Also es wurde nie erreicht dadurch, dass ein Goldpreis stark gefallen ist, weil dann sind die Menschen sofort hergegangen und haben gesagt, oh Mensch, Gold ist billiger geworden, das kaufen wir. Womit sie es aber erreichen, das ist das hier. Dieser unendliche Seitwärtsmarkt, diese zermürbende Bewegung beim Gold ist tatsächlich dazu angetan, dass die Menschen langsam die Lust verlieren an Gold und sagen, Mensch, was ist denn mit dem Goldpreis? Passiert denn da überhaupt noch mal was? Also keine starken Abverkäufe, aber um Gottes Willen auch keine Aufwärtsbewegung. Also wenn es eine Manipulation gibt, nochmal, ich bin sehr vorsichtig, ob es tatsächlich eine gibt, aber wenn es eine Manipulation gibt im Goldmarkt, dann ist das die Manipulation, die wirklich funktionieren könnte, denn da verlieren die Menschen wirklich allmählich die Lust am Gold. Mein Tipp an Sie, wenn Sie physisches Gold haben, wenn Sie Münzen haben, wenn Sie Barren haben, wenn Sie Silber haben, es ist das gleiche Spiel bei Silber, behalten Sie Ihr Gold.
sie werden es, da bin ich relativ davon überzeugt, entweder noch brauchen, wenn es tatsächlich zu einem größeren Problem im Finanzsystem kommt, oder sie werden ihre Freude daran haben, wenn das Gold nämlich irgendwann wieder steigt. Da bin ich relativ sicher, dass das passieren wird. Und auch, ich denke, dass wir das alle noch erleben werden, also dass das in den nächsten Jahren dann doch wieder bergauf gehen wird. Nur, nochmal, damit hat man nie irgendwas erreicht. Damit hat man nur erreicht, dass Menschen Gold gekauft haben, weil es eben billiger geworden ist. Aber damit zermürben sie die Anleger, damit zermürben sie auch die hartgesottenen Goldbugs. Und noch was, vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen. Sie finden eigentlich in keinen von den großen Medien mehr irgendwo ein Interview mit den großen Goldbugs wie James Turk oder Eric Sprott. Die sind doch komplett von der Bildfläche verschwunden. Ich meine, es gibt ein paar Spezialmedien, die wird es immer geben. Da treten diese Leute vielleicht noch auf. Aber in den Mainstream-Medien, da sind diese Menschen komplett verschwunden. Und das ist auch für mich so ein Zeichen, dass wir allmählich so, ja, dass die Menschen auch schon ein bisschen zermürbt sind von dem, was bei Gold momentan abgeht und dass sie auch so nämlich nicht mehr wirklich daran glauben, wenn Leute hergehen und ihnen erzählen, dass es übermorgen explodieren wird. Und damit komme ich mal zu was in persönlicher Sache und zwar, und das ist jetzt kein Witz, auch der Zeitraum ist kein Witz, ich habe innerhalb von 2 Tagen gesagt bekommen, ich sei zu skeptisch für Gold, ich sei daueroptimistisch für Gold und eine Zuschrift bekommen, ich ändere zu oft meine Meinung bei Gold. Also unterm Strich würde ich jetzt erstmal sagen, ich habe alles richtig gemacht, aber mir ist klar, wenn jemand in Gold engagiert ist, dass er am liebsten hätte, dass der Goldpreis steigt. Der Goldpreis steigt aber nicht, weil ich sage, dass der Goldpreis steigt. Das ist auch genauso umgekehrt. Also wenn der Goldpreis am Fallen ist und Sie sind short, dann freuen Sie sich. Aber der Goldpreis fällt nicht, weil ich pessimistisch bin. Das würde Ihnen auch nicht helfen. Und wenn einer sagt, ich ändere zu oft meine Meinung, ja, meine Güte, der alte Spruch, die Börse ist keine Einbahnstraße. Und wenn Sie irgendwann so einen Scheidepunkt stehen und wenn Sie so einen Markt haben, der seitwärts tendiert, dann können Sie eben nur versuchen, diese Schwankungen, wie Sie sie hier haben, 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 zu traden. Und da kann ich Ihnen heute am besten nicht sagen, ich bin jetzt daueroptimistisch oder dauerpessimistisch. Sie müssen sich halt einfach auf den Markt einstellen. Also der Vorwurf, ich würde meine Meinung zu oft ändern, läuft, glaube ich, ein bisschen ins Leere. Das nur so mal am Rande bemerkt, weil ich versuche ja relativ alle Zuschriften, das wissen Sie, glaube ich, auch die meisten, die mir schon mal geschrieben haben, zu beantworten. Schaffe natürlich nicht alle. Ich schaffe auch nicht alle Aktien in der Sendung unterzubekommen. Bloß, wenn ich jedes Mal erklären muss, warum ich jetzt gerade mal wieder bullisch oder kurzfristig bärisch bin für den Goldpreis, dann ist es ein bisschen ermüdend. Ich glaube, ich argumentiere da genügend in der Sendung. So, kurzer Blick auf den Silberpreis. Wie gesagt, Silbersendung werden wir demnächst einsteuern, aber die Argumente ähneln sich im Prinzip. Sie sehen auch hier beim Silberpreis heute wieder einen Anstieg, obwohl wir schon relativ wieder am Boden unten waren. Ist es der finale Boden? Wir werden sehen. Das ist so eine Geschichte mit dem finalen Boden. Wir werden es erst im Nachhinein feststellen, ob es tatsächlich war. Wir müssen reden über Newman Mining. Newman Mining gestern deutlich unter Druck in Amerika. Hier sehen Sie auch den Abschlag im deutschen Chart. Warum der deutliche Druck? Nun ja, man hat die Cripple Creek & Victor Mine in Colorado von Anglo Gold Ashanti gekauft. Ich glaube, ich habe hier auch eine Tafel zusammengestellt. Man hat dafür 820 Millionen Dollar Cash aufgekommen, dazu noch eine 2,5%ige Royalty auf alles, was irgendwann mal unter Tage in der Mine gefördert wird. Betrifft sie momentan noch nicht, weil momentan ist es noch eine Tagbaumine. Es gibt allerdings Untertagpläne, zumindest in der Schublade schon mal für die Mine. Man will, und das ist das, was so die Aktie unter Druck geraten ist, man will 29 Millionen neue Aktien ausgeben von Newmans Seite, um eben diesen Kauf zu stemmen und den Rest wird man aus Barmitteln bestreiten. Ich habe es noch ganz kurz durchgerechnet. Das ist eine Verwässerung von ungefähr 5,5 bis 6%, die man erfahren wird beim Aktienkurs. Rechtfertigt natürlich erstmal den Abschlag, aber meiner Meinung nach rechtfertigt es ihn auch wieder nicht, denn man kauft ja ein Asset, das gewinnbringend sein wird. Man wird 350 bis 400.000 Unzen auf Cripple Creek produzieren zu All-in Sustaining Costs von 825 bis 875 Dollar je Unze. Das ist deutlich unter dem Kostenprofil, das Newman bis jetzt hat. Man liegt ungefähr bei 950 bis 1000 Dollar je Unze Gold, was man produziert. Das heißt, man wird die Gesamtkosten für den Konzern etwas senken können. Man wird auf der Mine von Anfang an Gewinne machen. Insofern, man kauft ein langlebiges Asset, das Gewinne produziert. Und dafür, denke ich, kann man auch die Verwässerung in Kauf nehmen, weil eben auch der Überschuss letzten Endes steigen wird. Also, Abschlag meiner Meinung nach etwas zu hoch ausgefallen. Ich denke, wir sehen heute eine Gegenbewegung. Würde aber trotzdem noch ein bisschen abwarten, wenn ich neu einsteigen will in die Aktie, weil das kann immer noch zu Verwerfungen kommen, wenn es dann letzten Endes zur Platzierung der Aktie kommt. Was habe ich noch im Portfolio? Ach ja, Gold. Was habe ich im Portfolio? Goldfolio. Das reimt sich ja fast. Also Goldfolio, nochmal ganz kurz der Hinweis, es ist ein neuer Dienst. Es geht um Gold- und Silberaktien.
kommt einmal die Woche, beziehungsweise mit regelmäßigen Updates. Wir haben zwei Musterdepots. Wenn Sie mal reinschauen möchten, goldfolio.de, würde mich freuen. Gibt auch noch reduzierte Abos für 3 Monate, glaube ich, 49 €, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir kommen zu, Martin schreibt, gibt es News zu True Gold? Soll man investiert bleiben, wenn man investiert ist, oder soll man lieber wieder aussteigen nach der Aktie? True Gold, interessantes Projekt ist das Karma-Projekt in Burkina Faso. Was ist passiert? Einheimische haben die Mine gestürmt, das war Anfang des Jahres, und haben gesagt, okay, das passt uns nicht, was ihr hier macht. Ihr macht eine Mine, die steht 1,5 Kilometer von unserer Moschee entfernt, und das passt uns das Ganze nicht. Man ist in Gespräche eingetreten, seit Mai laufen jetzt die Arbeiten wieder, aber glaube ich auch eine Tafel, ja genau. Man ist voll finanziert, das Projekt. Das erste Gold soll im Frühjahr 2016, also True Gold hat glaube ich sogar März angegeben, aber ich denke mal eher, dass man im April reinkommen wird. Also man will im Frühjahr 2016 das erste Gold produzieren. Eigentlich gute Nachrichten, trotzdem kommt die Aktie nicht so recht in Gang, und das ist so ein bisschen das, was einen stutzig macht. Wir haben allerdings Insiderkäufe gesehen, also ich glaube, das Management hat mittlerweile, oder Insider halten mittlerweile 10% an den Unternehmen. Der CEO ist gewechselt, das heißt, also der jetzige CEO ist von Bord gegangen. Man wird jetzt im Juni oder Juli einen neuen CEO, also CEO ist der Chief Operating Officer, das ist also im Prinzip derjenige, der für das operative Geschäft, sprich in dem Fall für den Minenbau verantwortlich ist, an Bord holen. Also wenn Sie sagen, der alte CEO, wegen dem habe ich die Aktie gekauft, dann müssen Sie natürlich jetzt verkaufen, weil der eben von Bord gegangen ist. Ansonsten sehe ich momentan keinen rechten Grund, wieso ich die Aktie verkaufen sollte, außer dass die Charttechnik jetzt irgendwie, dieser Rücksetzer nicht ganz so logisch ist. Na gut, man kann sagen, charttechnisch Rücksetzer aufs Ausbruchniveau, nichts ist passiert. Ich würde theoretisch an Bord bleiben, aber wie gesagt, sehr, sehr hoch riskante Aktie, True Gold. Wenn Sie sie haben, ich würde sie behalten. Ich hatte ja auch mal empfohlen, hätte mir allerdings gewünscht, dass diese Aufwärtsbewegung, die wir nach der Wiederinbetriebnahme der Arbeiten gesehen haben, dass sie ein bisschen länger anhält, als wie sie angehalten hat. Aber gut, es ist kein Wunschkonzert. Aber ich denke, das hat auch ein bisschen mit dem schwachen Goldpreis zu tun, den wir die letzten Tage gesehen haben. Das war es schon wieder von meiner Seite. Wir sehen uns wieder am kommenden Montag. Deshalb kann ich jetzt schon mal sagen, schönes Wochenende. Ich glaube, es wird sonnig. Genießen Sie die Zeit, und bis dorthin machen Sie es gut. Und wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal bei Goldfolio vorbei. Ich glaube, das ist eine richtig spannende Geschichte. Bis dahin, machen Sie es gut.